Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die Champions League und die Europa League seht ihr hier. Leverkusen spielt gegen Raskrad, die gibt es leider nicht bei FIFA. Dementsprechend konnte ich diese Partie auch nicht prognostizieren. Wir fangen jetzt an mit der Europa League. Die Timelinks seht ihr auch. Viel Spaß beim Zuschauen und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's. RB Leipzig hat bislang schon zu viele Punkte weggeschenkt, sodass es absolut wichtig ist, hier und heute gegen Salzburg den Dreier einzufahren. Sie stehen mit Celtic Glasgow aktuell beide mit 6 Punkten da in der Tabelle. Hier hatten sie die erste Möglichkeit, die einmal mit Pech und einmal mit ein wenig Unvermögen vergeben wurde. Aber die erste Möglichkeit eben auf Seiten der Gäste und sie spielten weiterhin den besseren Ball hier in der Anfangsphase. Jetzt muss man ja vielleicht über so etwas wie Schiebung nachdenken, aber da wurden natürlich alle Gerüchte im Vorhinein von weggeschoben. Aber es sah erstmal danach aus, dass die Leipziger hier alles versuchten und Salzburg hatte erstmal die Sparflamme am Laufen. Aber für die ist ja auch noch nicht sicher, auch wenn sie schon 12 Punkte haben. Theoretisch können sie hier noch rauspurzeln aus dem Wettbewerb. Aber nach dem 0:1 kamen dann die Salzburger richtig gut in die Partie rein. Dann hatten sie hier eine perfekte Möglichkeit. Das hätte das 1:1 bedeuten müssen. Mvogo ist aber da und macht in der Europa League weiterhin eigentlich einen sehr guten Job. Aber die Leipziger versuchten das zweite Tor zu erzielen. Diese Möglichkeit für Paulsen, aber an den Pfosten geschossen. Und das war dann auch erstmal der Halbzeitstand. Jetzt wurde Salzburg immer stärker im zweiten Durchgang. Konaté dann gegen Wolf mit diesem dicken Bock. Das ist über die rechte Seite eine perfekte Flanke. Und dann ist es letztendlich Smail Prevliak mit dem Ausgleich in der 57. Spielminute. Erst mit dem Kopfball, den Mvogo noch halten kann, prallt dann gegen den Pfosten, ihm direkt wieder vor den Fuß und dann macht er das Ding über die Linie hinweg. Und jetzt wurde es schon knapper. Die Zeit war fast vorbei. Der Dreier hier eingeplant wäre so wichtig und da ist nochmal Timo Werner, trifft aber nur das Aluminium und dann blieb es am Ende bei diesem 1:1, zu wenig für die Leipziger. Man muss jetzt parallel schauen, was hat Celtic gemacht, aber dieser eine Punkt ist definitiv zu wenig. Salzburg hingegen ist schon weiter. Dass sich Frankfurt als souveränster Teilnehmer in Europa League aus Deutschland zeigen würde, hätte man nicht unbedingt erwarten können. Olympique Marseille kam jetzt hier und die waren eben noch nicht sicher weiter. Frankfurt würde aber gerne den ersten Tabellenplatz verteidigen. Hier hatte aber Morgan Sanson erstmal Geniestreich auf dem Fuß in der 11. Spielminute mit dem 1:0 für die Gäste. Auch wenn die Stimmung wieder überragend war, das konnte Frankfurt hier zunächst erstmal nicht mitnehmen. Also die frühe Führung für Olympic. Jetzt kam aber auch Frankfurt, Jovic auf Philipp Kostic. Der kriegt den Ball auch auf Hernandez. Der stand dann aber auch im Abseits. Mondanda hätte den aber auch sonst einfach gefangen oder einfach abgefangen. Sehen wir in der Wiederholung auch, das war das richtige Zeichen. Aber die Reaktion nach dem frühen 0:1 war gut und Frankfurt spielte weiterhin mutig nach vorne. Haller gegen Mandanda, dann nochmal Haller. Dann trifft er nur das Außennetz. Das 1:1 wäre jetzt schon durchaus denkbar gewesen. Marseille hatte eben den einen Torschuss und den verwandelten sie dann auch direkt zum Treffer. Aber es stand eben weiterhin 0:1. Dann gab es im zweiten Durchgang erstmal einen ziemlich schlechten Auftakt. Abraham mit dem Foul gibt den Strafstoß. Kurz nach Wiederbeginn wieder Anpfiff und dann die Möglichkeit für Payet, den zu machen gegen Kevin Trapp. Der hielt aber seine Mannschaft erstmal im Spiel. Ist nicht super präzise geschossen, der Ball trotzdem. Die Ecke muss man ahnen, er ahnt sie und kann den deswegen rausfischen. Gegen diesen schwachen Strafstoß ist er dann auch dankbar, wenn er in der Ecke eben landet. Doch da ließen sich die Gäste nicht groß von einschüchtern. Florian Thauvin ist das super Abschluss mit dem Außenriss, aber Kevin Trapp zur Stelle. Es gab über Standards dann immer wieder Möglichkeiten für Frankfurt zum Ausgleich. Hier zum Beispiel Philipp Kostic von der linken Seite führt ihn kurz aus. De Guzman dann mit der Flanke und da ist auch der Kopfball da, aber dann ist auf der Linie ein Verteidiger da. Sakai war auch noch mit dem Spiel. Und so die Möglichkeit dann mit mehr Räumen und mehr Platz für Marseille das Ganze zu entscheiden. Sanson von Mitroglou bedient und dann war es das auch. In der 81. Spielminute machte Marseille hier den Deckel drauf. Nicht das verdiente Resultat, ein Unentschieden wäre absolut denkbar gewesen. Trotzdem, Frankfurt ist weiterhin Erster, muss jetzt eben im letzten Spiel dann diesen Platz verteidigen. Olympique Marseille sichert sich damit eine bessere Ausgangsposition für den 6. Spieltag in der Europa League.
Der FC Bayern München ist gegen Benfica Lissabon natürlich in der Favoritenrolle, auch wenn es alles in allem noch nicht so rund läuft. Hier ist wieder ein Pflichtspielsieg eigentlich angesagt. Oder der Pflichtsieg, besser gesagt, ist hier definitiv schon eingeplant von der Elf aus München. Aber sie hatten ja auch eine gute Anfangsphase und da konnten sie sich dann auch belohnen. Nach 8 Spielminuten Thomas Müller nämlich mit dem 1:0 und der perfekte Auftakt für den FCB. Man möchte logischerweise in dieser Gruppe auch Tabellenerster werden. Das ist der Anspruch, das muss der Anspruch auch sein. Hier konnten sie sich jetzt früh freuen. Amsterdam sollte doch sicherlich überholbar sein in der Gruppe. Thomas Müller jetzt eben mit dem Abschluss, war Vlachodimos kommt nicht mehr ran und kann ihn nicht mehr parieren. Aber jetzt wurden die Gäste auch mal mutig tatsächlich. Benfica Lissabon nicht nur aus Verteidigen bedacht. Amsterdam hatte es ja hier in der Allianz Arena schon vorgemacht, wie man es eigentlich spielen kann. Das ist dann Salvio. Geht in den Strafraum hinein, da wird keiner so richtig mal aktiv und geht drauf. Kimmich kann ihn auch nicht richtig klären. Da ist dann Haris Seferovic und der fällt irgendwie in den Kasten und es stand nach 20 Minuten 1:1. Haris Seferovic kennt man ja noch aus Frankfurt. War auch in der Nations League für die Schweizer erfolgreich und jetzt macht er hier eben das Ausgleichstor. Super Treffer. Weiß man gar nicht, ob er den so wirklich treffen wollte. Er trifft ihn so und wird dafür mit dem 1:1 auch dementsprechend belohnt. Gutes Spiel dann, der Kopfball, der Ball von Kimmich, der geklärt wurde oder besser gesagt nicht richtig geklärt wurde, kam postwendend zurück und Müller ist nicht eng genug dran und der fällt dann auch mit etwas Glück ins lange Eck rein. Manuel Neuer stand etwas zu weit vorm Kasten, aber da hätte er auch nicht mit rechnen können, dass der Ball schon wieder zurückkam. 25 Minuten jetzt knapp vor der Uhr und Benfica Lissabon wurde noch mutiger. Das 1:1 gab ihm noch mehr Auftrieb. Das ist Jonas dann mit dem Abschluss und der ist richtig gut und segelt nur haarscharf am Pfosten vorbei. Neuer hätte sich recken und strecken können. Hummels wäre auch nicht mehr dran gekommen. Ist vielleicht gut, dass er da nicht abgefälscht hat und sehr ist noch gefährlicher geworden. Es stand weiterhin 1:1. Keine halbe Stunde gespielt und der FC Bayern spielte noch etwas gehemmt. Nach dem 1:0 hätten sie eigentlich viel Selbstbewusstsein haben müssen. Das sah man hier nicht und Manuel Neuer war ein richtig starker Rückhalt an diesem Abend. Da sollen gar keine Diskussionen aufkommen rund um ihn und das ist eben eine klasse Tat und das ist seine Qualität, die man von ihm in letzter Zeit nicht so häufig sehen konnte, aber jetzt ist er zur Stelle und hält das 1:1 fest. Das war dann auch erstmal der Halbzeitstand. Seferovic eben derjenige, der das Ganze ausgeglichen hatte und dann verlief die Partie ganz andersrum. Benfica Lissabon war die bessere Mannschaft tatsächlich im zweiten Abschnitt der ersten Halbzeit. Schauen wir in den zweiten Durchgang, dann wieder der FC Bayern München dominanter. Niko Kovac hatte wohl die richtigen Worte gefunden. Das ist Leon Goretzka. Leon Goretzka nimmt sich das Herz und hat Pech, dass er nur das Aluminium trifft. Richtig guter Abschluss. Etwas zu platziert und dann ist es für die Portugiesen einfach Glück, dass der nicht einschlägt. Doch der FC Bayern war hier wirklich gewillt dazu, diese Partie in die richtige Bahn zu lenken. Gnabry mit einer richtig technisch anspruchsvollen Leistung wird dafür aber nicht mit dem 2:1 ausgezeichnet. Noch etwas über 20 Minuten zu spielen und jetzt das. Robert Lewandowski und wieder Aluminium. Es hätte nicht bitterer sein können an diesem Abend und man hatte das Gefühl, jetzt könnte alles schief laufen. Denn ein Angriff der Gäste aus Portugal hätte es ja dann in andere Bahnen lenken können. Und sie kamen nochmal, die Gäste. Gabriel über die rechte Seite. Almeida. Almeida ist das, hat das Auge für Jonas, der ist mitgekommen. Wird auch nicht vom Ball getrennt. Jonas, das ist viel zu einfach. Da kommt dann auch die Flanke, aber Süle hat aufgepasst und klärte das. Es kam dann keine Möglichkeit mehr. Letztendlich ist es ein 1:1, das zu wenig ist für den FC Bayern München. Es ist noch nichts verloren. Trotzdem hätte man hier auf jeden Fall den Dreier eingeplant. Am Ende bleibt es beim 1:1 und damit ist dann für den letzten Spieltag alles offen. Für Hoffenheim ist es Pflicht, hier gegen Schachtar Donetsk den Dreier einzufahren, denn wenn man weiter in der Champions League verbleiben möchte über den Winter, dann ist hier ein Sieg Pflicht. Ansonsten kommt man auch fast rein theoretisch gar nicht mehr ran. Hier hatten sie die erste Möglichkeit. Havard Nordveit, der Sechser, mal mit aufgerückt nach 4 Minuten die erste Halbchance, wurde aber dann nicht wirklich gefährlich. Aber man sah der Elf von Julian Nagelsmann an, dass sie richtig Lust hatte und sie produzierten in der Frühphase eben auch schon Möglichkeiten. Kevin Vogt per Kopf, aber auch knapp vorbei. Schachtar Donetsk hat ja hier so die Halbchance, sich zumindest auf den dritten Platz zu katapultieren. Eben mit einem Sieg würde das funktionieren.
Und Hoffenheim würde das dann gänzlich aus dem europäischen Wettbewerb über den Winter hinweg rausbefördern. Das möchte man vermeiden und so spielten sie dann weiterhin positiv nach vorne. Schulz ist das über die linke Seite mit der Flanke und Joey Linton hat den besseren Riecher, stellt sich besser zum Ball und hält dann nur noch den Schädel hin. Und nach 23 Spielminuten stand es 1:0 für die Gastgeber. Die verdiente Führung, Schulz mit der perfekten Flanke, die ist super getimt. Es war übrigens auch kein Abseits. Und dann ist Pjatov im Tor ohne Chance. Aus der Distanz ist ihm da natürlich kein Vorwurf zu machen, aber das hätte einfach besser verteidigt werden müssen. Super gespielt und der verdiente Führungstreffer für die Sinsheimer Elf. Aber dann kam auch Schachtja Donetsk, gefährlicher nach vorne, noch keine halbe Stunde gespielt. Tyson ist das viel zu einfach, wie er da durchgeht. Tyson legt den Ball in die Mitte, dann ist es letztendlich Nehm, der den Ball hat und den Ball aufs Tor bringt. Und der dann auch noch ausgerechnet reingehen muss, weil Oliver Baumann in der Szene unglücklich aussieht. 1:1 nach 28 Spielminuten. Auch das wieder ein Tor, das man verteidigen muss. Kein Zugriff, zu einfach. Und dann eben auch der Torwartfehler von Oliver Baumann. Auch wenn er straff geschossen ist, im kurzen Torwarteck. Aus diesem spitzen Winkel, da werden auch noch zwei getunnelt, muss der trotzdem irgendwie gehalten werden. Aber auch vorher ist es einfach eine schwache Verteidigungsleistung der Hoffenheimer. Sie ließen sich davon aber nicht lange unterkriegen und bekamen dann auch immer wieder Gefahr nach Eckstößen zustande. 39. Spielminute, Kramaric von der rechten Seite tritt den auch rein und Belfodil setzt den Kopfball gar nicht verkehrt, steht etwas zu schlecht im Winkel zum Kasten. Und trotzdem wird er gar nicht so ungefährlich, dreht sich da artistisch weg und der Ball landet dann auf dem Tordach. Vor der Pause aber nochmal der Gastgeber. Nordfight mit der Übersicht. Stark gespielt auf Kaderabek mit der Übersicht und dem hierbei muss hier das Ding machen. Steht da völlig frei vor Pjatov. Klar hat er auch da Druck im Rücken. Trotzdem muss es das einfach sein. Aus der Distanz. Und so stand es dann aber 1:1. Glücklicherweise aus Schachter-Sicht, dass sie hier noch nicht den zweiten oder dritten Gegentreffer kassiert haben. Ein absolut schmeichelhaftes Ergebnis für die Gäste, was ja schon häufiger ein Problem von Hoffenheim war in dieser Champions-League-Saison. Einfach die Möglichkeiten und das Spiel nicht in Punkte umgemünzt zu haben. Jetzt kam der zweite Durchgang und dann erstmal Schachter Donetsk auf dem Weg nach vorne. Ismaili über die linke Seite. Das ist auch wieder zu einfach. Die Flanke kommt dann auch, aber das wurde dann jetzt mal einigermaßen vernünftig gestellt, aber die Flanke war auch einfach schlecht und konnte nicht für Gefahr sorgen. Über eine Stunde jetzt gespielt und dann Hoffenheim wieder mutiger. Kramaric und Belfodil, das ist gut gespielt. Super Ball auf Schulz, das ist kein Abseits und dem hierbei in der Mitte macht das 2:1. 63. Spielminute, stark gespielt. Wieder ist es Schulz, der die Vorlage gibt und wieder es ist das Tor. Kerim Demirbay eben die Möglichkeit im ersten Durchgang noch vergeben. Jetzt macht er das Ding. Gar nicht so einfach zu machen aus der Höhe. Er steht genau richtig. Klar ballert er da Pjatov auch genau ab. Trotzdem von ihm prallt dann der Ball ins Netz. Und das ist dann auch mal das Glück, das man haben kann oder haben muss in der Champions League, um zu bestehen. Und jetzt wurde die Partie langweilig. Hoffenheim verteidigte nahezu nur noch. Und die Gefahr bestand, dass Schachter jetzt das 2:2 macht. Eine Chance gab es nämlich noch. Tyson auf der linken Seite hat zu viel Platz. Kovalenko. Kovalenko wird erst abgewehrt. Nochmal Kovalenko. Und da fehlt dann extrem wenig zum Ausgleich. Und das wäre der niederschmetternde Stich gewesen für Hoffenheim. Dann hätten sie wieder nur einen Punkt gehabt. So hingegen gewinnen sie das erste Mal in der Champions League. Nicht unverdient machen sie hier den ersten Dreier fest. Da können sie sich zurecht feiern lassen. Hoffenheim gewinnt hochverdient mit 2:1 gegen Donetsk, auch wenn es zum Ende hin dann doch nochmal etwas zu spannend wurde. Im Hinspiel war das positive Resultat am Ende auf der Seite von Borussia Dortmund. Doch auch da war Club Brügge nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Und so auch hier hatten sie die bessere Anfangsphase. Vljatnik aus der rechten Außenbahn mit der Flanke und da ist auch das erste Tor durch Rüd Vormer. 16. Spielminute, 0:1 für Club Brügge und Dortmund startet hier richtig schlecht rein. Da hat er zu viel Platz auf der rechten Seite. Vormer hat einen guten Kopfball und Bürki kriegt diesen platzierten Kopfball nicht mehr erreicht und so stand es dann früh in der Partie 0:1.
Und das wollten sie dann schnellstmöglich ausgleichen. Keine 5 Minuten später. Jadon Sancho ist das, der den Ball auf Reus bekommt. Der hat die Übersicht. Da ist Bruyn Larsen und Paco Alcácer mit dem Abschluss. Horvath war dran, pariert ihn, aber es wäre auch abseits gewesen. Der Treffer hätte zu Recht nicht gezählt. Ein klarer Schritt im verbotenen Raum. Doch zumindest mal eine Andeutung einer Torchance. Doch dann wieder Club Brügge. Die Gäste waren hier richtig gut aufgelegt. Schrei was ist das, Ritz? Schrei was, Ritz? Und es war wirklich keine verkehrte Partie der Gäste. Es hätte 0-2 schon stehen können und Dortmund hatte tatsächlich etwas Glück, dass es nur 0-1 stand. Und jetzt hatten sie die Möglichkeit, über diesen Angriff zum Erfolg zu kommen. Reus auf Thomas Delaney. Thomas Delaney und Paco Alcácer, Gott sei Dank aus deutscher Sicht, mit dem 1-1. Das war extrem wichtig jetzt auch für den Kopf, hier wieder zurück in diese Partie zu kommen, weil Club Brügge kurz davor war, das zweite zu erzielen. Jetzt stand es 1-1 und das war durchaus etwas schmeichelhaft. Aber Club Brügge steckte nicht auf und spielte wieder nach vorne. 5 Minuten vor der Pause. Wieder Club Brügge. Schreivers legt den Ball auf Ruud Vormaa, dem Torschützen des 1-0. Und dann ist das im Endeffekt Thibaut Vlietnik mit dem 1-2. Unglaublich, wie Dortmund sich da hat ausspielen lassen. Und so stand es dann auch zur Pause. 1-2. Bitter für Borussia. Aber es war nicht unverdient und das musste sich Lucien Favre auch eingestehen. Trotzdem, sie hatten ja noch 45 Minuten Zeit, um das Ganze dann wieder gut zu machen. Und das wollten sie jetzt auch unbedingt und das sah man ihnen an. Jetzt kamen sie mit Wut im Bauch und die zweite Halbzeit ist ja sowieso die Hälfte von Borussia Dortmund. Delaney auf Paco Alcácer, erst noch einer dazwischen. Und dann konnte Mitrovic das Ganze klären, doch es deutete sich jetzt eine Drang- und Druckphase von Dortmund an. Reus über die linke Seite setzt sich da gut durch, behauptet den Ball. Hakimi mit der Übersicht. Thomas Delaney mit dem super Abschluss und dem 2-2. 59. Spielminute. Der BVB war wieder zurück, weil sie jetzt eine richtig gute Anfangsphase erwischten im zweiten Durchgang und der verdiente Ausgleichstreffer war jetzt schon mal geschafft und jetzt wollten sie natürlich gewinnen, aber auch Club Brügge ist nicht zu unterschätzen. Wieder Vlietnik ist das über die rechte Seite. Sehr auffällig, ebenso wie Vormaa. Und der Abschluss dann kommt auch, aber Bürki fängt den ab und kann Schlimmeres vermeiden. Das wäre jetzt bitter gewesen, schon wieder in Rückstand zu geraten. Man möchte ja unbedingt den Dreier einfahren, um den Gruppensieg gegen Atletico Madrid behaupten zu können. 66. Minute, wieder Club Brügge. Die waren super aufgelegt, wie schon eben im Hinspiel. Da konnten sie sich nicht belohnen und hier hatten sie jetzt einfach Pech, dass sie nicht das 3-2 erzielen konnten. Trotzdem die Dortmunder Fans immer gut aufgelegt, immer frohen Mutes konnten sie auch sein, spielen ja eine überragende Saison. 20 Minuten noch auf der Uhr und jetzt wieder der BVB. Die Schlussphase ist ja sowieso die Zeit der Dortmunder. Reus fast aus dem Stand hämmert er den Ball einfach mal drauf und Horvath ist da und pariert den richtig stark und verhindert, dass es hier wie aus dem Nichts 3-2 für den BVB stand. Doch die Schwarz-Gelben hatten jetzt Blut geleckt. Hakimi, klasse Körpertäuschung über die linke Seite und diesmal ist Reus da und diesmal macht er auch das Tor. 77. Minute, 3-2 für den BVB. Etwas diese Partie auf den Kopf gestellt, auch wenn sie jetzt in den letzten Minuten wieder stärker wurden. Marco Reus macht das Ding rein, wieder sehr schön anzusehen. Hakimi mit der klasse Körpertäuschung dringt dann in den Strafraum nahezu ein. Und dann aus spitzem Winkel hält Reus den Fuß hin und hat die Qualität, den über die Linie zu bringen. Und jetzt war es etwas leichter zu spielen. Brügge war geschlagen und zwar endgültig durch diesen Treffer von Axel Witzel in der 85. Spielminute. Der BVB gewinnt diese Partie mit 4-2. Das ist nicht verdient. Das ist nicht überragend gewesen. Trotzdem am Ende steht ein 4-2, das wieder alle begeistert hat. Auch wenn es lange holprig war, holen sie sich hier die 3 Punkte und selbst dann muss man einfach den Hut davor ziehen. Diese zweite Halbzeit war wieder richtig Weltklasse. Der BVB dreht nach einem 1-2 Halbzeitrückstand die Partie gegen Club Brügge zum 4-2 Endstand. Mit einem Sieg würde der FC Schalke 04 an Porto vorbeigehen und sich damit den Einzug in die K.O.-Phase sichern. Aber der FC Porto könnte eben auch als Tabellenführer mit einem Sieg die Tabellenführung auch schon vorzeitig klar machen. Jetzt hatten die Gäste aber die beste und erste Möglichkeit in der Partie. Harit mit Konoplyanka im Zusammenspiel, das ist dann kein Powerabschluss, aber immerhin mal der Ball in Richtung des Tores. Nur wenig später die nächste Möglichkeit für Schalke.
in Textmarker Grün heute spielend und in sehr guter Verfassung. Konoplyanka mit der Flanke. Felipe klärt den Ball schlecht und dann ist das Casillas mit einer klasse Tat. In dieser Wiederholungssequenz kann man sehen, wie er den rausfischt. Das ist Casillas, wie man ihn kennt. Gegen Suat Serda hätte das 0-1 eigentlich sein müssen. Aber eine halbe Stunde gespielt. Weiterhin der Gast aus Gelsenkirchen. Klar, spielbestimmt, macht eine Top-Partie, konnten sich dafür aber nicht belohnen. Und jetzt kam mal der FC Porto 10 Minuten vor der Pause ein bisschen hier zum Spielen. Brahimi auf Telles, aber Fährmann fängt den ab. Konnte aber noch nicht zur Pause das 0-0 festhalten. Er wurde nochmal gefordert in der 43. Spielminute. Eckstoß von der linken Seite. Gute Stimmung. Im Übrigen in dieser ausverkauften Arena, Ralf Fährmann war im kurzen Eck, konnte hier aber parieren. Es stand zur Pause 0-0. Und das ging so unter dem Strich auch in Ordnung. Zuletzt wurde Porto jetzt etwas stärker, aber Schalke hätte schon den ein oder anderen Treffer einfach erzielen müssen. Kurz nach der Pause waren sie dann wieder frischer drauf. Bentaleb, Konoplyanka und dann der Abschluss von Guido Burgstaller ist richtig gut, aber die Parade von Iker Casillas ist auch mal wieder richtig stark. Wie er den da rausfischt, der ist super getroffen, der senkt sich dann. Und Casillas fährt die Pranke aus, hält das 0-0 erstmal fest. Jetzt wurde der FC Porto aber wieder stärker und 30 Minuten waren ja noch Zeit, diese Partie in beide Richtungen zu entscheiden. Und es war alles denkbar. Brahimi über die linke Seite ist im Strafraum. Brahimi wird da nicht angegangen, der Abschluss wird dann aber von Stambouli Gott sei Dank abgefälscht. Ansonsten hätte das richtig gefährlich werden können. Wer weiß, ob der sich nicht noch reingedreht hätte, aber wichtig, Benjamin Stambouli war dazwischen. Jetzt aber nach diesem Eckstoß kriegt Schalke das Ganze nicht geklärt. Telles mit der Flanke und da ist der Kopfball von Martega und der macht das 1-0. Der FC Porto war in Führung, bitter für Schalke. Aber so passiert es dann, wenn man seine eigenen Möglichkeiten nicht macht, wird man dafür bestraft. In dieser Szene ist es wieder sehr gut zu sehen, dass es nicht nur ein Sprichwort ist, sondern tatsächlich auch in die Realität zu projizieren ist. Es stand also 1-0 und der FC Schalke 04 geriet jetzt unter Druck. 75. Telles mit dem Freistoß. Aber so richtig gefährlich wurde es nicht. Schalke hatte aber noch genug Zeit, zumindest das 1-1 zu erzielen. Wäre moralisch sehr wichtig, weil es auch eben verdient gewesen wäre. Und 10 Minuten hatten sie noch. Nochmal ein Eckstoß und Schipka auf die rechte Seite zu Daniel Caligiuri mit der Flanke. Und da ist Konoplyanka, der das Ding machen muss. Das muss zu 100% das 1-1 sein. Klar, der ist nicht so einfach zu nehmen. Trotzdem, da trifft er das Außennetz. Da fehlen ein paar Zentimeter. Pech und Unvermögen vereinen sich hier in dieser Szene. Letzte Möglichkeit für Schalke. Nochmal nach dem Eckstoß. Und da ist Sané, da ist Sané. Der Kopfball geht aber über den Kasten hinweg. Und so blieb es dann am Ende beim 1-0 für Porto. Ärgerlich für Schalke, weil sehr unnötig. Sie hätten hier mindestens einen Punkt verdient gehabt, wenn nicht sogar den Dreier einfahren müssen. Aber so geht es am Ende 1-0 für Porto aus. Die sind jetzt sicher Tabellenführer, auch nach dem 6. Spieltag. Und der FC Schalke 04 muss bangen um den Einzug in die K.O.-Phase. So, das war die Prognose. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall richtig freuen. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren, aber das wisst ihr ja. Naja, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Bis dann und tschüss.